Dschungelwelt, ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K und wie Balu der Bär. Bösewicht Chirka, der jagt vergeblich hinterher. Mowgli, unser Held in der bunten Dschungelwelt, lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Auf der Abenteuerjagd, ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Das sind vielleicht ängstliche Sumpfkröten. Lass sie uns fertig machen. Das sind vielleicht miese Typen. Vielleicht hat ja Ka ein bisschen Appetit. Nein, lass das. Denk doch an das Gesetz des Dschungels. Hm, na schön. Ihr könnt von Glück sagen, dass wir uns alle so pingelig an die Gesetze des Dschungels halten, Freunde. Sonst hätten wir aus euch Hackfleisch gemacht. Kommt schon, keine Zeit. Auf zu Mowgli. Nein, Ricky, das wird zu gefährlich. Darüber mach dir mal keine Sorgen. Weißt du, Mowgli, du würdest doch sofort auffallen. Mich dagegen wird keiner bemerken, weil ich zum Dorf gehöre. Du, ich hab keine Angst. Ich muss mich nur ein bisschen vor Nack in Acht nehmen. Na sowas? Dann hast du die Kobra getötet? Ja, klar. Aber keiner konnte es mir beweisen. Du bist vielleicht ein Typ. Hehehehe!
Gut, dann werde ich jetzt erstmal nach dem Rechten sehen. Ist in Ordnung. Du musst mir aber versprechen, sofort Bescheid zu geben, wenn du weißt, wo man sie gefangen hält. Versprochen. Bis später dann. Da bin ich leider auf dem Holzweg. Gut, gut, ich denke, das reicht. Sobald ihr fertig seid, dürfte wohl auch Buldio allmählich hier sein. Abdullah? Ja? Und das stimmt wirklich, dass Buldio das Monstrum fangen will? Ja, die kriegen's bestimmt, denn immerhin sind die beiden Experten im Jagen. Dürfte also kein Problem sein. Ich hätte Angst davor. Sobald die beiden hier sind, werden wir die Scheiterhaufen anzünden. Mhm. Gut, dann seht mal zu, dass ihr mit den Vorbereitungen fertig werdet. Den werden wir tüchtig einheizen und abwarten. Wir werden ihr blaues Wunder erleben. Die Sonne nur kommen. So ein Mist! Die können doch nicht spurlos verschwunden sein. Seid bestehen es doch! Ja, das ist nicht so! Das ist irgendjemand von euch vorher gewusst! Ich kann mich daran erinnern! Das ist auch nicht! Nein! Oh, mit solchen Monstern können wir nicht länger zusammenleben! Ja, das sehe ich genau! Wir verstehen uns nicht und so lange täuschen können! Wenn ich es nicht gesehen hätte, würde ich es nicht glauben. Es sind richtige Monster. Das ist ja grauenhaft. Macht sie fertig. Verbrennt sie. Ja, ganz genau. Bringt sie endlich auf den Scheiterhaufen. Jawohl, das stimmt. Sie müssen verbrannt werden. Auch Meshua ist ein mieses Wolfsmonster. Meshua ist die Tochter einer Kräuterhexe. Die Tochter einer Kräuterhexe. Mari, diese herzensgute Seele, eine Hexe. Und Meshua auch. Ich kann es einfach nicht glauben. Da kannst du mal sehen, wie uns diese Teufel getäuscht haben. Der Dorfälteste und Buldio würden uns doch nie anlügen. Garantiert nicht. Mowgli. Akkusura. Hat alles prima geklappt. Sag mal, was ist denn mit Buldio? Tja. Man könnte fast behaupten, dass sie friedlich geworden sind. Stimmt. Oh nein, ihr habt doch nicht etwa... Nein, keine Angst. Vermutlich konnten sie nur unseren Anblick nicht ertragen. Habe ich recht? Ja. Unsere Jagdgesänge schlugen ihnen vermutlich auch etwas auf den Magen. Und dann fiel ihnen nichts Besseres ein als... auf einen Baum zu klettern. Wir dachten, naja, wenn es ihnen Spaß macht, hätten sie auch sicher nichts dagegen, wenn wir sie begeistert anfeuern. Wahrscheinlich konnten sie vor lauter Zittern nicht mehr klettern. Naja, sie sind dann etwas häufiger ausgerutscht und auf die Nase gefallen. Ich denke, dass die bald ziemlich gestresst hier vorbeihasten werden. Ach, na da wäre ich mir mal nicht so sicher. Die dürften doch derart wabbelige Knie haben, dass die eher vorbeieiern. Du musst ja wohl wirklich großartig gesungen haben. Allerdings, wie Pavarotti. Zur Einstimmung habe ich erst mal ganz allmählich im Bass angefangen, dann kam Tenor und Alt und als Krönung Bel Canto. Mhm.
keine Angst. Ist bloß Ricky. Ach. Ricky, was ist passiert? Ich weiß es jetzt. Wo sind sie? Sie sind in einer Hütte, direkt neben dem Haus des Dorfältesten. Und ist da auch Meshua? Mhm, auch Meshua. Sogar sie ist gefesselt. Das ist eine Gemeinheit. So grausam können wirklich nur Menschen handeln. Komm schon, Mowgli. Es ist jetzt an der Zeit, schnell was zu unternehmen. Schön brenzlig werden. Nein, Akku, mach dir darüber keine Sorgen. Das bedeutet für uns keine große Gefahr. Naja, aber sieh nur, wie groß die rote Blume ist. Und da brennen sogar zwei. Ja. Ach, jetzt verstehe ich. Dafür braucht ihr keine Angst zu haben. Wisst ihr, da die Menschen im Dunkeln nicht sehen können, zünden sie die rote Blume. Genau so ist es. Dann mal los. Ich werde mit Ricky vorgehen, Freunde. Ich denke, es ist besser, wenn ihr hier erst einmal wartet. Na schön. Wenn aber was passiert, gib ein Signal. Okay? Mhm. Na komm, Ricky. Ja. Akku! Oh. Ich dachte schon fast, jetzt ist alles vorbei. Hm? Entschuldige bitte. Buldio, wie ich dir vorhin schon sagte, brennende Menschen auf dem Scheiterhaufen habe ich bislang nie selbst gesehen. Hörte nur davon. Eine Familie, die vom Teufel besessen ist, kommt nicht alle Tage vor. Das wird sich keiner entgehen lassen. Mowgli, hier lang! Los, beeil dich doch! Er ist bestimmt wieder zurück. Komm, Ricky, wir müssen weiter. Ah.
Mach schon, sonst verpassen wir noch das Beste. Warte doch auf mich. Ricky, wach schon auf. Ist alles okay? Bist du es, Mowgli? Du bist ja viel härter, als ich dachte. Meinst du wirklich, dass du das alles durchstehen wirst, Ricky? Pah, das ist doch ein Lacher. Wir sind schon fast da. Die Hütte ist gar nicht mehr weit von hier. Gut, beeilen wir uns. Da. Was? Reg dich ab, das ist doch nur ein kleiner Mungo. Na du? Willst du ein bisschen spielen? Na komm, komm. Na, wo ist die Schlange? Komm, lass mich doch auch mal. Na, wo ist die Schlange? Hm? Komm, kleiner Mungo. Hm? Na? Hier ist die Schlange. Sehr gut, Ricky. Dass es möglich ist. Das ist doch Ricky. Komm, hol's dir doch. Komm schon. Hey, hey. Na, was hab ich denn da? Das riecht aber lecker, was? Na, komm schon. So wird das aber nichts, mein Freund. Da musst du schon höher springen. Komm. Na, du wirst doch wohl nicht etwa so schnell aufgeben? Ah, siehst du, jetzt hast du's. Drolliges Kerlchen. Lass es dir schmecken. Beruhige dich, Akku. Hoffentlich ist nichts passiert. Die müssten doch schon längst wieder hier sein. Nur keine Panik. Mowgli wird das ganz sicher hinbekommen. Diese ewige Warterei macht mich noch ganz krank. Ich denke da genauso wie du, Akku. Naja, wenn es euch beruhigt, werde ich mal nach dem Rechten sehen. Hä? Bagheera! Also ehrlich, erst sagt ihr, wir sollen uns beruhigen und dann? Ihr haltet die Stellung. Ich habe noch einen jüngeren Bruder in der großen Stadt Kanivara. Vielleicht sollten wir erst mal dorthin gehen. Ist es weit? Ja, sogar ziemlich weit von hier. Aber wohin sollen wir sonst?
Mowgli, meinst du, es gelingt dir, für uns etwas Essbares zu besorgen? Aber Essen? Wir haben seit 2 Tagen nichts mehr gegessen. Wir könnten es schon aushalten, aber Meshua... Und auch wenn wir hier heil rauskommen sollten, hätten wir kaum noch die Kraft für den langen Weg. Alles klar, Bogi. Ich werde schon irgendwas Essbares finden. Ihr müsst dann aber noch so lange hier bleiben. Bitte sei vorsichtig, Mowgli. Pass auf dich auf. Schon gut. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Nein, bleib bitte hier, Mowgli. Du brauchst nicht extra für mich loszugehen. Ich habe Angst, dass sie dich erwischen. Ich brauche nicht unbedingt etwas zu essen. Meshua, die erwischen mich schon nicht. Das ist kein Problem. Aber wenn sie dich doch kriegen, hängst du auch mit in der Sache drin. Das will ich nicht. Niemals. Na, die scheinen es ja diesmal wirklich ernst zu meinen. Alles stinkt nur noch nach roter Blume. Ich hoffe, Mowgli verliert seinen Geruchssinn nicht. Oh nein, was ist das denn? Findelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K und wie Baloo der Bär. Bösewicht Shere Khan, der jagt vergeblich hinterher. Mowgli, unser Held in der bunten Dschungelwelt, lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein auf der Abenteuerjagd. Ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein auf der Abenteuerjagd. Ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch.